Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt hier auf dem Weg wieder zurück. Oder beziehungsweise das erste Mal dorthin. Oder, nee, das zweite Mal dorthin, aber jetzt das erste Mal in diesem Spielstand zu Böse Augen und Böse Herzen. So, wir kennen Wir das zwar müssen die schon, Kaiserin vor Korypheus erreichen. aber wir Die Frage überspringen ist, das mal. das Wissen Kennen wir ja. auf. Der Mörder muss sich in einem dieser drei Lager verstecken. Dann sollten wir kein. So, das können wir ab jetzt überspringe ich nicht mehr. Also das, was jetzt noch gesagt wird, das hören wir uns nochmal an, sonst dauert das zu lange. Wie gesagt, das kennen wir ja prinzipiell schon. Wir wählen aus Sarah natürlich. Die wollte ich ja mitnehmen auf jeden Fall. Varric und eigentlich Cassandra. Das übliche Dream Team quasi für mich. Die Lage in Halam Shiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen. Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Inquisitor Trevelyan, es ist mir eine Ehre, euch endlich kennenzulernen. Die aufständischen Magier in eure Armee einzugliedern, war ein brillanter Schachzug. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlais erreichen könnte. Und wer wäre das? Und wer wäre das gleich nochmal? Ich bringe sie ständig durcheinander. Der Attraktive und Charmante natürlich, my lady. Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. My lady, seid ihr bereit, den Hof zu schockieren, indem ihr einen verhassten Thronräuber in den Ballsaal begleitet? Darüber werden Sie in 100 Jahren noch reden. Ich bin nicht zum Feiern hier. Irgendwo im Palast ist ein Mörder aus Tevinter gespart. Ihn zu finden hat für mich oberste Priorität. Ist das euer Ernst? Das ist ausgesprochen beunruhigend. Eine fremde Macht, die sich einmischt, ausgerechnet jetzt? Ich bin sicher, dieser Tevinteraner gehört der Delegation der Elfen an. Die haben irgendetwas vor. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Ich hoffe, ihr habt noch mehr. Ich hoffe, euer Verdacht beschränkt sich nicht nur auf die Tatsache, dass sich die Elfen verdächtig verhalten. Diese Botschafterin Briella, sie war früher Selens Dienerin. Dann ließ meine Base sie allerdings für Verbrechen gegen das Reich in Ketten legen, um einen politischen Fehler zu vertuschen. Wenn jemand in diesem Raum Selen etwas Böses wünscht, Inquisitor, dann diese Elfin. Sie hat schließlich allen Grund dazu. Seid so diskret wie möglich. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? Eigentlich nicht. Ist das der Inquisitor? Ein Magier? Nein, da muss ein Fehler vorliegen. Vom Zirkel von Ostwick heißt es. Tja. Wir haben jetzt minus 10 Ansehen. Vorher hatten wir 40 von 100, jetzt haben wir 30 von 100. Das lag daher, dass wir Magier sind. Dann gäbe es natürlich noch die Option, wären wir Elfen gewesen oder Kunari, dann hätten wir eventuell genauso schlechte oder positive Auswirkungen auf dem Hofe hier gehabt.
wie hier schon gesagt wird. Und diesen Text hier, den sollten wir uns wirklich merken, denn auch ein Abonnent und auch ein fleißiger Zuschauer von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht und das wusste ich natürlich auch schon vorher, weil ich das ja schon mal gespielt habe, aber dennoch danke nochmal. Wir dürfen auf keinen Fall niemandem außer unseren Gefährten bei diesem Hofe hier trauen. Denn das ist das Spiel, was die ganze Zeit Liliana seit Teil 1 predigt, seit Teil 2 auch gepredigt wird, Teil 3 jetzt auch teilweise, denn es ist das Spiel, das hinterhältigste Spiel quasi, was es gibt. Und da muss man einfach vorsichtig umgehen, mit wem man hier Kontakt hat. Aber es gibt ja nicht nur die Questline hier, sondern es gibt ja auch viele nützliche Aufgaben nebenbei zu erledigen. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Wie ihr seht, sind wir auch alleine unterwegs, was jetzt nicht unbedingt so tragisch ist, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Hier ist irgendwo was. Ich sollte mich umsehen. Wir nehmen auch alles mit, was wir mitnehmen können, soweit. Silberring. Gib der Adeligen ihren Ring zurück oder behalte ihn, um später zu verkaufen. Sprich mit der Adeligen. Ich denke mal, ich sag mal, nett und mache das mal. Ich habe ihn gefunden. Und schon haben wir 5 Ansehen bei Hofe erlangt. Ihr seht auch, hier steht es, Ansehen bei Hofe. Du hast soeben Ansehen bei Hofe gewonnen. Üblicherweise das Ergebnis von Finesse. Dem gekonnten Unterhalten der Anwesenden oder der Befolgung der Etikette. Je höher das Ansehen bei Hofe, desto besser. Ist das der Ring, den ihr sucht? Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ohne euch hätte ich mich bis ans Ende meiner Tage gegrämt. Tausend Dank. Genau, und wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen, denn die Zeit läuft Was gegen uns. Lady Pentagast denn da? Wir müssen uns nämlich so ein bisschen beeilen, denn die Zeit läuft gegen uns. Das liegt daran, dass wir halt immer uns am Hofe sehen lassen müssen, leider, sonst sinkt unser Ruf. Das gilt hier als verpönt oder so irgendwie und da müssen wir dann halt ein bisschen Hackengas geben. Aber ich glaube, das ist erst dann der Fall, wenn wir da oben ins Gebäude gehen. Ich glaube, vorher noch nicht. Der Winterpalast. Es gab hier hinterher auch noch ein kleines Spiel, wo man Münzen sammeln muss. Das werden wir auch noch machen und die dann in den Brunnen werfen soll oder so. Da habe ich beim ersten Mal Anlauf, beim Durchspielen, nur, weiß gar nicht, wie viel ich da hatte. Auf jeden Fall hatte ich nicht alle. Erfordert mehr Hallerstatuen. Genau, hier gab es auch viele Rätsel und. Das war alles teilweise sehr, sehr, sehr konfus. Aber wir gucken uns das mal an, das wird hier schon. Ich speichere oft genug ab, auch richtige Abspeicherungssachen. Dann könnte man nochmal neu laden, wenn man das denn möchte. So. Echt, was macht denn Lady Nachtigall? Wir sammeln auch alles auf, was wir hier aufsammeln können. Wer weiß, ob wir das brauchen. Gut, ein Opferdolch, ich weiß ja jetzt nicht, aber... Vielleicht braucht der Inquisitor hier auch ein Opferdolch. Verschaffe dir Zugang zum östlichen... Lagerraum. Das machen wir aber erst später wahrscheinlich. Das ist, wie gesagt, bei mir jetzt auch schon etwas länger her hier alles. Das heißt für mich, also man könnte sagen wieder fast Neuland, weil ich jetzt auch gucken muss, ach hier ist das Lagerhaus, weil ich jetzt auch gucken muss, was wir hier machen können nochmal alles. Ich muss sagen, ich glaube mich dran zu erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, und hier in dem Palast war oder so, da wollte ich eigentlich, das war auch am Wochenende, ins Bett gehen oder so, weil das schon ultra spät war. Und ich dachte mir, ach Gott, den Hof hier, den kannst du noch machen. Ja, weit gefehlt, das dauert ultra lange hier. Das habe ich aber vorher nicht gewusst und ich habe es tatsächlich durchgezogen. Und dann war es auch schon am nächsten Morgen. Das hätte man vielleicht speichern sollen und dann am nächsten Tag weitermachen sollen, aber das war einfach so packend in dem Augenblick. Das war nicht schlecht, ja. So, damit haben wir die Tür schon mal geöffnet. Stimmt es,
ist, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat. Ja, so ungefähr. Ach, vergoldete Wände haben. Ohren wahrscheinlich. So, wer bist du denn hier? Ausländer. Sowas geht hier aber nicht. Ich bin kein Ausländer. Oder doch, für die ja schon. Hier ist was. Lagerschlüssel. Ah, guck mal, dann kommen wir auch gleich hier unten in das Lager rein. Mensch. Hier können wir lauschen. Was können wir denn hier lauschen? Gibt es Neuigkeiten von der Front? Meine Spione sagen, es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen. Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Es ist auch gut, natürlich hier am Hof, wie ihr gesehen habt, immer je mehr Informationen man einsammelt, desto besser. Denn dann ist man hier quasi, also hier am Hofe ist es so, dass da ist komplett egal, was für Waffen, also natürlich in Kämpfen ja, aber halt hier, wenn man das Spiel mitspielt, was man an Waffen hat, sondern wie gut man Ohren hat, um zuzuhören und was gegen die anderen in der Tasche zu haben, damit man sie auffliegen kann, lassen kann. Deswegen immer schön zuhören. Gucken natürlich auch, was wir hier drin finden können. So. Skandalöse Aussage nehmen. 30 Stück haben wir hier drin, oder was? Caprice-Münze. Eine von 15. Genau, das sind die Münzen, die wir suchen oder sammeln sollen. Die wir hinter einem Brunnen werfen können. Da müssen wir mal gucken dann. Das ist jetzt nicht ganz so... Warte mal. Es ist ziemlich lange her, noch sinkt unser Ansehen ja noch nicht bei Ruf. Wir kriegen auch, glaube ich, irgendeine Durchsage. So wie, wir müssen jetzt zum Hof, sonst sinkt dein Ansehen. Da müsste man sich nämlich beeilen. Deswegen kann ich mich hier nochmal umgucken. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Rhythmus das ist. Ob das bestimmte, ich sag mal, Sequenzen getriggert wird oder ob das wirklich zeitabhängig ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Da habe ich nämlich das letzte Mal gar nicht so drauf geachtet. Deswegen kann ich das jetzt schlecht sagen. Aber gucken wir mal. Wir betreten jetzt erstmal. Inquisitor, einen Moment bitte. Ja. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Genau, und deswegen müssen wir uns auch dreimal überlegen, was wir antworten werden. Klingt, als wären sie nett. Nicht wirklich. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig sein. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Genau. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Ja, super. Selbst wenn ihr Korypheus Auge in Auge gegenüberstündet, wäre das sicherer für euch. Was? Okay. Da sollten wir uns aber wirklich am Riemen... Oh nein, wir haben Sarah mitgenommen. Oh nein. Das fällt mir jetzt gerade ein. Egal. Waren auch die anderen... Würde ich sagen, ja. Wäre besonders Sarah am besten. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Vor allem Sarah. Genau. Du sagtest ihr besser zweimal. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Ja, genau. Es wird schon alles gut gehen. Vor allem Sarah. Möge Andraste über uns wachen. Das war auch mein Punkt, ja. Wer weiß, was die hier anrichtet, ey. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Ich bin gespannt. Ach so, ich darf jetzt selber erst betreten. Entdeckt Festi. Vestibül? Ja, wahrscheinlich. So, ich mache jetzt mal Escape, weil ich gleich die Folge beenden möchte.
Wir sind, also seitdem ich ja jetzt wieder aufnehme, also die letzte Folge und diese Folge, haben wir uns jetzt so langsam wieder reingetastet in das Spiel, aber jetzt geht es wieder knallhart los und weiter. Und ihr dürft euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal an allen, die zugesehen haben, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Und tschüss.